Hallo Leute, was geht? Wir sind wieder am Start. Ja, wunderschönen Morgen. Einmal hier unser Longboard. Julian hat seine Helmlampe. Und ich hoffe, wir sind so früh schlafen gegangen, dass wir einfach nicht mehr schlafen konnten. Und ich hoffe, unsere Tonqualität jetzt besser ist. Genau. Sorry nochmal wegen dem letzten Video. Das war jetzt einfach die Wasserdichte mit der Kamera. So. Wir sind hier auf dem Weg. Und wir sind jetzt auf dem Weg in die Altstadt von Köln. Dort wollen wir etwas frühstücken und wir hoffen, dass wenn wir frühstücken, sehen wir vielleicht nochmal einen Sonnenaufgang oder sowas. Auf jeden Fall bis dahin, haut rein. Tschüss. So, hier sind wir wieder. Wir sind jetzt hier bei der Deutz Arena. Auf jeden Fall, das ist die Eishockey-Arena hier in Köln. Und Navü sagt in 200 Meter links. Was? Ja, in 200 Meter links. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder. Bis dann. Das ist der Kölner Dom. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht, der ist eigentlich beleuchtet. Und hier sind die überkrassen, geilen Hotels. Ich meine, das sind eigentlich Hotels. Und ab jetzt sind wir über den Rhein. Mega geil. Wir sind richtig jetzt in Köln-Mitte. Überkrass. Ey, wie das Video teilen? Irgendwie. Du hast mehr Aufmerksamkeit bekommen. Vielleicht schreibt man dann hier mal jemanden. Also auf jeden Fall das Video teilen. Ja, das wäre super für uns. Und wir würden uns darüber mehr freuen. Und wir gucken jetzt mal, wo wir was zu frühstücken herbekommen. Bis dahin. Also, tschüss. Liebe Leute, wir kommen gerade aus dem Kamps. Wir haben jetzt gefrühstückt. War mega geil. Hier werden die Bilder jetzt eingeblendet. Ich hoffe, ich krieg das hin. Ja, es gab belegte Brötchen, Milchkaffee und für mich auch noch einen Käsekuchen, weil ich Bock drauf hatte. Richtig geiles Frühstück. Jetzt und noch 6 Kilometer hier auf der Straße und dann nochmal 12 Kilometer bisschen am Rhein entlang und dann sind wir schon in Bonn. Also, das ist das nice. Sehr schnell. Wir kommen und super voran. Ohne Probleme. Heute Morgen waren wir ja an den Kranhäusern. Oder genau, an den Kranhäusern. Wie? Genau, an den Kranhäusern. Ziemlich geiler Place, da haben wir den Sonnenaufgang genossen. War sehr nice. Dann noch, die Security war auch sehr geil. Total ja. Geil. Wir hatten dann so den Scherz gemacht, weil wir ja quadratbehindert sind. Und meinst du der so? Und die so, ja, pass auf, dass man nicht eure Wurzel zieht. Damit wir wieder geerdet werden, jojo. Genau, weil von Quadrat zieht man halt die Wurzel. Das ist halt der Gag daran. Und ich musste mich so wegschmeißen vor Lachen. Super geile Leute auf jeden Fall. War auch geil. Und das ist irgendwann, weil die Bäckerei da eben nur erst um 8 Uhr aufmacht. Und wir haben jetzt erst 6.49 Uhr. Also wir hätten jetzt noch mal eine Stunde warten müssen. Da hatten wir 5:30 circa. Dann sind wir langsam losgefahren in Richtung Bonn, Rhein entlang und dann war da irgendwann dieser Kamps halt, ne? Ja. Und dann im Kamps ist uns aufgefallen, oh, das ist ja auch schon wieder 7-8 Kilometer her. Ja. Da sind wir schon wieder 7-8 Kilometer zum Frühstück gefahren. Abzüglich natürlich der Strecke vom Hotel zu den Kran-Dingern. Aber jedenfalls mega geil. Jetzt geht's weiter. Haut rein, bis gleich. So, wir haben jetzt noch ein paar Kilometer. Ich mach mal kurz die Musik leiser. So, wir haben jetzt noch knapp 13 Kilometer bis nach Bonn. Und wo der Julian ist, das wüsste ich auch gerne. Vielleicht ist er da. Es ist einfach so geil. Einfach 1A geteerte Bürgersteige, nichts los auf den Straßen und wenn dann mal ein Auto kommt,
dann winken wir immer freundlich. Die Leute winken zurück. Also, wir haben mega viel Spaß weiter dabei. Willst du noch was sagen? Schaffen, aber wir machen es ganz entspannt. Genau da, hi. Von daher. Was, wir fahren jetzt nach Remagen? Wir gucken mal, wie weit wir kommen, ne? Okay. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Guck mal, ganz viele Schwanz. Zitat, Lilo-Liege. Ey, so geil. Wirklich nah ranzukriegen. Da sind Hasen. Wir haben da gerade Hasen gefunden. Voll cool. Hier ist ein Wildpark. Das ist ein Reh. Hier sind noch ein paar Schwänchen, Reh, ein paar Ziegen, ein paar Böcke. Voll schön. Ist mir gerade aufgefallen hier. So, liebe Leute, wir sind jetzt, wenn ich Fahrrad fahre, in Königswinter. Das sieht man ungefähr da so. Hier steht das am Rheinufer. Aber wenn man das jetzt im Video schlecht erkennt, dann blende ich ein Bild ein. Ich habe noch ein besseres Foto davon gemacht. Und dementsprechend sind wir hier auch. Da oben ist der Drachenfels mit der Drachenburg drauf. Gibt so eine alte Geschichte. Wobei daneben, oder sieht man schlecht, ist auch noch das Drachenschloss. Die Drachenburg ist eine Ruine. Und ja, da gibt es irgendeine Legende. Kann ich ja mal kurz nachher im Internet nachgucken. Die weiß ich jetzt allerdings auch nicht auswendig. Der Alex, das sieht man da, der ist jetzt gerade am Telefonieren. Der fragt jetzt gerade beim Hotel nach, ob was frei ist. Und ansonsten, ja, wir kommen gut voran. Es ist ein saugeiles Wetter. Es
ist es allerdings auch sehr, sehr hell und es wird langsam echt hart warm. Ja. So, was wollte ich noch sagen? Ne, das war's eigentlich auch schon. Wir fahren dann jetzt gleich weiter, wenn der Alex fertig ist mit Telefonieren. Und dann schauen wir mal, wie es uns dann später so geht. Weil noch sind wir in einem einigermaßen akzeptablen Zustand. Und das kann sich ziemlich schlagartig ändern. Weil es ist doch irgendwo anstrengend. Also dann. Einfach, es ist so entspannt. Alles ist ja 1A geteert oder gepflastert. Also wir kommen richtig gut voran, haben das Hotel jetzt schon endlich bestellt und gebucht. Und die haben jetzt gerade, glaube ich, noch ein Zimmer frei bekommen, weil da ist ein Pass ausgecheckt. Und machen einfach mega Spaß zu fahren. Ne? Also mega Spaß macht zu fahren. Wir kommen super voran. Besser kann es nicht laufen. Mega Wetter. Ich glaube, im Hintergrund sieht man noch. Sieht man leider nicht mehr jetzt. Da war noch Königswinter. Also ist schon wieder 10 Kilometer her seit Königswinter. Wir hatten jetzt eine kleine Pause und es läuft ohne Wind. Wieder bergunter. Straße, ja, und hier ist einfach nur ein Fahrradweg. Ein zwei LKW-Streifen breiter Fahrradweg. So, what the fuck? Manche Bundesländer können sich keinen Radweg leisten. Die zimmern mal kurz hier noch eine Straße daneben nur für Fahrräder. So, okay. Letzten fünf
Kilometer schaffen wir noch, da sind wir auch voll am Ende. Da haben wir aber ein gutes Hotel, ähnlich, wo wir uns richtig gut erholen können, duschen, alles. Bis dahin. Weil das Zimmer noch gemacht werden musste. Und wir wollten den ersten Blick auf das Zimmer nicht versauen. So. Wir kommen in das Zimmer rein. Warte. Alter. Alter Vater, ist das ja, nur. Ja, ich dusche. Ist das nur. Oh, Schreibtisch. Alter. Aber geil. Alter. Und mehr Blick. Was hältst du von deinem Abend? Alter! Übelst geil! Übertrieben geil! Das ist so ein Schmuck! Da müssen wir hin! So! Also, der erste Eindruck ist einfach göttlich! Göttlich ist der erste Eindruck! Und... Es ist sogar ein Fernseher! Du hast die Tür nicht zu. So ein Spacken wieder. Nie macht den. Das ist ein Bus gebohrt. Der ist im Bus gebohrt. Ganz einfach. Da geht jemand von alleine. So. Also, Zimmer ist mega geil. Wir freuen uns auf morgen. Nicht wirklich, weil morgen müssen wir nochmal wieder fahren. Wir sind erstmal richtig im Arsch und. Betten! Oh Gott! Vernünftige Betten. Gibt's noch was zu sagen? Morgen fahren wir weniger, auf jeden Fall, das haben wir beide. Jetzt relaxen wir erstmal. Es wird geduscht. Abgegessen. Bis dahin, haut rein, tschüss.